Hallo? What's your last name? Joshua, Joshua. What do you do here? Half of the rest of the year. Father, most of the most is me. Ladies and gentlemen, good morning. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich denke, wir sitzen alle, wir können anfangen. Ich bin Anja Gangl. Ich arbeite fürs IGF-Sekretariat und ich habe dort die große Freude, mit mehr als 120 nationalen, regionalen und Jugendinitiativen zusammenzuarbeiten, den NAIs. Die NAIs arbeiten an verschiedenen Zielen. Und seit 2016 sind sie auch bei jeder der Hauptsektionen vertreten. Es tut mir leid, dass meine Stimme etwas belegt ist. Aber Sie hören ja nicht hauptsächlich mir zu heute. Morgen der Input bis 11 Uhr kommt hauptsächlich von meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Neben mir sitzt meine Online-Co-Moderatorin, Frau Karlstjan, aus Armenien und sie repräsentiert den IGF in Südosteuropa. Wir danken auch unseren zwei Berichterstattern, die diese Sitzung hier zusammenfassen werden in einem Bericht. Und es wird sicherlich nicht einfach, da wir es mit sehr vielen verschiedenen Beiträgen zu tun haben werden von verschiedenen Regionen. Herr Tracy und Herr Joshua, Sie sitzen zu meiner Rechten und Sie werden hier die Berichte erstellen. Leider, das muss ich sagen, sollten wir eigentlich zwei Moderatorinnen heute hier haben. Die zweite sollte Frau Cage sein. Ich denke, Sie kennen sie alle, Koordinatorin des US-IGF. Aber sie kann leider heute nicht hier sein. Aber Marilyn folgt uns im Livestream. Und wir hoffen, dass sie bald genesen wird. Bevor wir die Sitzung formal beginnen zum Thema neue Technologien, möchte ich ganz kurz vorstellen, wer oder was die NAIs sind, falls Sie sie nicht kennen.
Ich hoffe, Sie können die Präsentation hinter mir sehen. Man könnte ganz einfach sagen, dass die NRIs die IGFs rund um die Welt sind, die rund um die Welt organisiert werden. Wir haben mehr als 120 NRIs, ein Multi-Stakeholder-Format, offen, transparent. Und sie organisieren Prozesse der Internet-Governance und auch jährliche Treffen in den Nationen oder Regionen, genau wie hier im globalen Forum. Wie gesagt, wir haben 122 NRIs in mehr als 87 Ländern. Wir haben 17 regionale IGFs und 17 Jugend-IGFs, die auch für uns sehr bedeutsam sind. Und wir hoffen, dass bis Ende Dezember auch noch weitere 3 Länder dazukommen werden. Hier sehen wir eine Weltkarte. Hier sehen Sie einen Überblick über die NRFs in der Welt, überall in der Welt. Und da wir so gut vertreten sind, gehen wir davon aus, dass wir wirklich ganz erfolgreich Themen der Internet Governance angehen können. Und wir haben sehr gute Zusammenarbeit, Kommunikation mit diesen unabhängigen IGFs. Und wir wissen, dass wir zusammenarbeiten müssen, wenn wir viel erreichen möchten. Ich möchte nun zum Thema dieser Sektion zurückkommen. Wir haben die Vorbereitung kurz nach dem 13. IGF in Paris begonnen. Für uns ist dieses Thema der neuen Technologien ein besonders wichtiges, das alle angeht. Und daher möchten wir darüber sprechen. Wir sprechen insbesondere über Schnittstellen mit Inklusion, Sicherheit und Menschenrechten dieser Technologien aus einer NRI-Perspektive. Ich möchte zunächst einmal einige der NRI-Kolleginnen und Kollegen bitten, uns erst einmal einen Überblick zu geben, sodass wir verstehen können, wie diese neuen Technologien nicht in allen Regionen und Nationen gleich verbreitet sind, wie wir vielleicht unterschiedliche Sorgen haben und die Technologien auch unterschiedlich genutzt werden. Jede nationale und regionale Initiative, die in den letzten Monaten hier diese Sektion vorbereitet hat, hat schriftlich einen Bericht eingereicht, denn das Ziel ist es, zu zeigen, dass die neuen Technologien den Zweck haben, den Menschen zu dienen. Und in einigen Regionen passiert das schon. Sie bedingen eine große Transformation der sozialen, politischen, kulturellen Landschaft. Und darüber werden wir noch mehr erfahren, wie diese Technologien nicht nur einzelnen Gruppen dienen, sondern wirklich der gesamten Gesellschaft. Kommen wir nun zu einem Teil der Welt, der derzeit sehr viel profitiert von der Anbindung an neue Technologien, nämlich Afrika. Makan Faith ist heute hier, der den afrikanischen IGF koordiniert. Und als ich ihn gebeten habe, zu sprechen über die Vielfalt des afrikanischen Kontinents und wie neue Technologien in einigen Bereichen ganz notwendig sind, um Lebensbedingungen zu verbessern, hat er diese Chance gerne angenommen. Vielen Dank, Anja. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben für einen afrikanischen IGF aus dem September 2019. Es geht um ein Projekt, das der Tschad angestoßen hat, auf Grundlage eines UNICEF-Berichts zu den nachhaltigen Entwicklungszielen. Ungefähr 2 Milliarden Menschen in der Welt haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Das betrifft 80 Länder in der Welt und 49% der Weltbevölkerung. Und
und das führt zu entsprechenden Krankheiten wie Cholera, Hepatitis und Typhus. Im Tschad alleine haben 62% der Bevölkerung keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Sie trinken Brunnenwasser, das teils verschmutzt ist. Und daher ist ein Projekt zu Zugang zu sauberem Trinkwasser mit Hilfe neuer Technologien eingeführt worden. Im Rahmen dieses Projektes gab es einen zentralen Server, der mit Solarstrom angetrieben wird. Und mit Ultraschall und Drohnen wurde die Wasserqualität verbessert und überwacht. Und die Daten wurden in eine Cloud eingefüttert. Es gab dann eine Analyse der Daten und Online-Auswertung. Damit soll die Regierung den Planungsprozess verbessern können und entsprechend besser Brunnen zu bauen und Dämme. Es geht darum, dass alle Zugang zu gutem, sauberem Trinkwasser haben sollen, sodass auch die Kindessterblichkeit aufgrund von verschmutztem Trinkwasser reduziert werden kann. Der Tschad ist hier eine Testregion und es ist geplant, das Projekt im Jahr 2023 auf 5 weitere afrikanische Länder auszuweiten, dann auf weitere 6 und dann 2025 nochmal weitere 6. Im Jahr 2026 soll das Projekt auch in den Nahen Osten gebracht werden. Sie können mehr über das Projekt lernen beim IGF.Afrika. Vielen Dank. Danke für dieses wirklich spannende Beispiel und danke auch, dass Sie sich an Ihre Redezeit gehalten haben. Bitte tun Sie das alle, überschreiten Sie die 2,5 Minuten nicht. Das war hier jetzt schon ein sehr spannendes Beispiel und Sie können hören, wie das Leben von Menschen verbessert wird. Für uns ist Zugang zu sauberem Trinkwasser oft selbstverständlich, für viele von uns. Jetzt sprechen wir zu Jeff vom Vanuatu IGF und wir bitten ihn, über seine Region zu sprechen. Vanuatu ist ein kleiner Inselstaat mit einer ganz wundervollen Natur und wundervollen Menschen, 280.000 Einwohnern und mehr als 120 Sprachen. Und das hat natürlich auch einen Einfluss auf die Nutzung digitaler Technologien, lokale Inhalte. Was sind Ihre Perspektiven, Ihre nationalen Perspektiven und wie sehen Sie, dass neue Technologien in Vanuatu angewandt werden können? Danke, Anja. Danke für die Chance, dass ich wieder hier sein darf. Sie haben bereits gesagt, dass Vanuatu ein kleiner Inselstaat im Pazifik ist, mit einer sehr kleinen Einwohnerzahl. Aber wir haben 83 verschiedene Inseln und das ist eine Herausforderung. Neue Technologien, es ist ja derzeit ein Schlagwort für alles Mögliche. Aber die Regierungsorganisationen stehen vor großen Herausforderungen, was die Nutzung von Technologien betrifft. Das erste, was in Vanuatu installiert wurde, waren Online-Regierungsdienstleistungen oder Verwaltungsdienstleistungen. Und dann ist das Internet der Dinge für uns interessant, Drohnen, Blockchain und teilweise auch virtuelle Realität und Augmented Reality im medizinischen Bereich und ein wenig künstliche Intelligenz. Im Moment ist für uns das Zentrale, aber das Internet der Dinge und Drohnennutzung. Ich möchte gerne darüber sprechen, was uns das bringt. Vor allem geht es darum, Geschäftschancen zu verbessern durch die Einführung solcher Technologien. Bezahlbare Technologie ist hier zentral, die Geschäftsprozesse unterstützt. Und die entlegeren Teile der Insel können die Technologie sehr gut nutzen durch mobile Geräte, Smartphones und soziale Medien, mit denen sie auch auf Dienstleistungen zugreifen können. Das gilt ganz besonders für Landwirte. Hier helfen die sozialen Netzwerke den Menschen in Vanuatu wirklich stark.
Aber es gibt nicht nur Chancen, sondern auch Herausforderungen. Die größte ist, dass in entlegenen ländlichen Gebieten oft solche neuen Technologien auch die Menschen überfordern. Die Menschen in Vanuatu und ihre Kultur, da ist es so, dass Privatsphäre sehr ernst genommen wird. Und wie in vielen anderen Ländern ist auch die Sicherheit etwas, worüber man sich Gedanken macht. Eine NGO, Oxfam, nutzt derzeit in Vanuatu Blockchain. Ich glaube, sie arbeiten zusammen mit der australischen Regierung als Geberland. Und sie haben für die Katastrophenhilfe diese Technologie eingeführt. Diese Dienstleistung ist nun in Phase 3. Zunächst einmal wurde sie in Port Vila eingeführt. Sie kostet 40 Dollar. Und in der zweiten Phase wurde die Technologie auch eingeführt auf der Insel Tana, einer entlegenen Gegend von Vanuatu. Und diese Art von Dienstleistungen ist äußerst hilfreich, aber es ergeben sich daraus auch Herausforderungen. Und ich denke, das ist etwas, was das Land auf Regierungsebene erst einmal diskutieren muss, auf Verwaltungsebene. Wir haben gewisse Regulierung, gewisse Regeln und Politik, aber es gibt noch Graubereiche, die gelöst werden müssen. Dankeschön. Danke, Jeff. Die neuen Technologien können genutzt werden, um sauberes Wasser zu bekommen, um nach Katastrophen Hilfe zu leisten. Und jetzt kommen wir zu einem anderen Teil der Welt, nämlich Osteuropa, Nordmazedonien. Wie ist die Situation dort? Guten Morgen. Zunächst einmal vielen Dank für die Einladung. Es ist für uns wirklich eine große Freude, hier zu sein. Wir sind ein sehr junges Forum, eine junge Gruppe, die 2017 gegründet wurde. Und wir repräsentieren selbstverständlich die Balkanregion. Neue Technologien in Mazedonien sind äußerst weit verbreitet. Das Internet wird von 70% der Bevölkerung genutzt. Die Menschen nutzen hauptsächlich Smartphones, 80%. Das ist sehr viel in so einem kleinen Land. Die neuen Technologien gewinnen immer mehr an Bedeutung und daher haben wir auch unser eigenes NRI eingerichtet. Das jährliche Treffen fand zum ersten Mal im Jahr 2017 statt und wir konzentrierten uns hauptsächlich darauf, Internet Governance mit allen Stakeholdern zu diskutieren. Bei diesem ersten Jahrestreffen sprachen wir über digitale Identität und Diplomatie, Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen. Und es ging auch darum, unser erstes mazedonisches Cybersicherheitszentrum vorzustellen. Copyright, Urheberrechte, Fake News und Medienkompetenzen waren auch wichtig. Dann haben wir über Cybersicherheit und vertrauenswürdige Dienstleistungen gesprochen und haben das Thema technisch und aus politischer und Forschungssicht angeschaut. Und in diesem Jahr haben wir uns auf Aktionspläne gegen die Verbreitung von Missinformationen konzentriert. Dann haben wir gesprochen über einen besseren Zugang und Verfügbarkeit von Internet, von Internetdienstleistungen und wir haben uns auf Menschenrechte konzentriert. Insgesamt kann man sagen, dass unser regionaler IGF sehr wichtig für uns denn es wird ein besseres Verständnis geschaffen und für das Internet, die Fragen der Menschenrechte, Zugang, Sicherheit und Privatsphäre. Dankeschön. Vielen Dank. Das ist eine interessante Perspektive, insbesondere Ihr Fokus darauf, Nutzer zu schützen, auf Sicherheit. Nach Nordmazedonien möchte ich nun zur Region Lateinamerika und Karibik kommen. Der Dominikanischen Republik
Federica ist hier und sie möchte von ihrem Land berichten. Okay, guten Tag. Ich möchte auf Spanisch sprechen. Guten Morgen, ich werde jetzt auf Spanisch sprechen. Als Vertreterin von ISOC, von der Republikanischen Republik, muss ich sagen, dass der Einfluss der neuen Technologien bei uns sehr stark ist. Ich möchte vielleicht ein Beispiel geben. Bei uns ist es im Verkehrswesen sehr wichtig gewesen, ebenso wie bei der Eröffnung neuer Märkte. Aber es ging vor allen Dingen darum, dass früher es so war, dass die Taxi-Services einen sehr schlechten Dienst leisteten und auch jeden Preis nahmen, der ihnen gerade so einfiel. Und dies konnte dadurch natürlich verändert werden. Durch die neuen Technologien ist es anders geworden. Trotzdem ist es wichtig, eine Analyse vorzunehmen, um zu sehen, welche Auswirkungen es auf unser Leben hat, soziale Auswirkungen und welche Auswirkungen dies vor allen Dingen hat auf die vulnerablen Gruppen unserer Bevölkerung. Denn einerseits können solche Technologien eine sehr gute Brücke bauen und andererseits haben sie aber auch Auswirkungen. In unserem Fall war es folgendermaßen. Wir haben in unserem Land sehr viele Dinge unternommen, denn es war so, dass diese Technologien nicht sehr gut verstanden wurden von den einzelnen Regierungen. Und statt uns aneinander näher zu bringen und 100% die möglichen Vorteile auszunutzen, ist es so, dass man doch auseinander dividiert. Es ging vor allen Dingen um die Erhebung von sehr hohen Steuern auf Telekommunikationsverbindungen. Und heute wird daran gearbeitet, dass wir diese Art der Steuer wieder niedriger gestalten. Wir haben dafür gestimmt, dass hier die ärmeren Teile der Bevölkerung auf diese Art und Weise nicht Zugang zum Internet haben können. Vor allen Dingen nicht, wenn es so viele Hindernisse gibt. Wir haben in diesem Sinne für viele Projekte Arbeit geleistet, seit 2 Jahren. Jetzt befinden wir uns auch ein bisschen auf der Zielgeraden. Wir wollen eine lokale Gruppe noch einrichten und arbeiten vor allen Dingen an der digitalen Alphabetisierung, denn die neuen Technologien sind sehr wichtig für die Bildung der heutigen Zeit. Wir wissen aber auch, dass möglicherweise wir von Technologie einerseits sprechen müssen, aber andererseits auch andere Probleme ansprechen müssen. Die Konnektivität ist in unserem Land, vor allen Dingen in den ländlichen Regionen, nicht hundertprozentig gewährleistet. Wir können hier ein bisschen mehr auch auf die Region eingehen. Und es geht vor allen Dingen darum, dass die Regierung versteht, dass wir in einer neuen Realität angekommen sind, dass es sich um eine Entwicklung handelt, die wir nutzen müssen, denn es ist nicht feindlich für uns, sondern es ist für uns sehr positiv, vor allen Dingen für uns als Entwicklungsland. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank für diese interessante Sichtweise aus der Dominikanischen Republik. Federica hat interessante Beispiele gegeben und eine sehr wichtige Sache gesagt, nämlich, dass wir nicht gleich sind, nicht einmal innerhalb eines Landes, was Zugang zu Technologien angeht. Einige von uns sind immer noch unter- oder nicht repräsentiert. Und da tragen die Technologien auch nicht zur Verbesserung grundlegender Lebensbedingungen bei. Ich möchte mich jetzt an Italien wenden, um von dort zu hören, wie die neue Technologie dort zum Leben beiträgt. Guten Morgen. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier zu sprechen. Es ist äußerst relevant, für unser Land hier vertreten zu sein.
und über dieses grundlegende Problem zu sprechen, nämlich die Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln für jeden in jedem Land. Und das gilt übrigens auch für wohlhabende, gut entwickelte Länder. Selbst in sehr großen Städten, reichen Städten wie Berlin, gibt es sehr viele Menschen, die betteln und um Essen betteln. Ich übernachte in einem Hotel am Alexanderplatz und jeden Morgen in der Bahn bittet mich jemand um Geld oder Essen. Das heißt, es geht auch um die Verteilung von Ressourcen. Das ist der zentrale Punkt. Und wie wir schon aus Afrika gehört haben, ist Wasser auch eine ganz zentrale Ressource. Lebensmittel haben sehr viel mit anderen natürlichen Ressourcen zu tun und hängen zusammen mit der Verfügbarkeit von Wasser. Ich möchte vor allem berichten über das, was wir in Italien erarbeiten haben. Wir haben uns vor einem Monat in Turin getroffen. Und eine Frage, die wir besprochen haben, war, wie IKT-Technologien uns helfen können, die Verteilung von Lebensmitteln zu verbessern und Ungleichheiten zu verringern. Denn wir sind in der sehr unangenehmen Situation derzeit, dass dass einige Menschen keine Lebensmittel oder nicht genug Lebensmittel haben und andere Lebensmittel verschwenden und wegwerfen. Das ist Ihnen ja allen bekannt. Das hat also mit der Verteilung von Lebensmitteln zu tun und mit der Lieferkette. Das ist eine sehr komplexe Lieferkette. Und daher müssen wir an allen Teilen dieser Kette sicherstellen, dass wir sichere Lebensmittel haben. Und dass aber auch die Rechte der Arbeiter gewährleistet werden. Wir sollten uns einsetzen für diejenigen, die auf unseren Feldern arbeiten. Das ist ein Problem übrigens für jedes Land, nicht nur für Italien. Es gibt auch weitere Fragen der Sicherheit, die mit neuen Technologien aufkommen. Sie wissen zum Beispiel, dass in unseren Städten oft Lebensmittel ausgeliefert werden, das Essen ausgeliefert wird, zum Beispiel auf Fahrrädern. Und diese Menschen werden oft ausgenutzt, haben schlechte Arbeitsbedingungen. Sie werden schlecht bezahlt, sie haben keine soziale Sicherung, keine Versicherung, Krankenversicherung. Daher gibt es in unserem Land Initiativen, die darauf abzielen, diese Versicherungsfragen und Sicherheitsfragen zu verbessern und die staatlichen Sicherheits-, also sozialen Sicherheitsmechanismen und Behörden arbeiten hier auch daran, eine neue nationale Plattform einzurichten zur Unterstützung der ArbeitnehmerInnenrechte in diesem Feld. Es gibt also alle möglichen Technologien, Blockchain, künstliche Intelligenz, die in der Lieferkette eingesetzt werden. Aber wir brauchen eben auch gesetzliche Regulierung, um solche Ungleichheiten und unsicheren Arbeitsbedingungen zu vermeiden. Denn diese existieren trotz der Offenheit und der Zugänglichkeit digitaler Plattformen. Dies ist ein Aspekt, den wir sehr gut verstehen. Und viele Menschen arbeiten schon auf Regierungsebene daran. Daher hoffen wir, denn wir sind das erste Land, soweit wir wissen, dass ein solches Gesetz jetzt erstellt auf nationaler und lokaler oder kommunaler Ebene, um diese Arbeitnehmerrechte zu stärken. Vielen Dank.
Frau Professor, für diese sehr guten Beispiele aus einem Land, das wir ja als entwickeltes Land ansehen. Und trotzdem versuchen Sie oder haben Sie immer noch damit zu tun, gleiche Lebensbedingungen für alle zu erreichen, gute Lebensbedingungen. Zusätzlich zu diesen spannenden Beispielen möchte ich jetzt noch gerne einmal nach Lateinamerika zurückgehen, zu einem der größten Länder in der Region und der Welt, Brasilien. Und ich möchte gerne von Ihnen hören, wie Sie mit künstlicher Intelligenz in untereinander verbundenen Systemen umgehen. Und wir werden jetzt mehr vom brasilianischen IGF hören. Vielen Dank. Guten Morgen. Vielen Dank, Anja, für die Einladung und für die einführenden Worte. Das brasilianische IGF wird seit 2011 jährlich abgehalten. In den letzten 2 Jahren haben wir diskutiert über verschiedene Themen wie Privatsphäre und Datenschutz, Infrastruktur und Konnektivität, Internet-Governance und das Ökosystem, Multi-Stakeholder-Ansätze, Cybersicherheit, Bildung und Kapazitätsausbau, Menschenrechte und weitere. Es gab verschiedene Aktivitäten in der Definition von Prinzipien und ethischen Richtlinien in künstlicher Intelligenz und Gesichtserkennung. Und diese Prinzipien sind für Brasilien ganz relevant, da es nach wie vor innerhalb des Kongresses und des Rechtswesens hier Initiativen gibt und es Bedenken gibt zur Datensammlung für die KI und die Verarbeitung dieser Daten, die nicht unbedingt mit Privatsphäre und Sicherheit einhergehen. Bekannte Forschungsgruppen in Brasilien studieren die Effekte der KI und Gesichtserkennung in verschiedenen Systemen, so wie beispielsweise Bildersuche oder sogar Tools, die die Polizei nutzen für die Strafverfolgung. Wie können diese Systeme Vielfalt und Minderheiten in der Gesellschaft betreffen? Ein weiteres zentrales Thema mit großen Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft ist dies. Künstliche Intelligenz in Kommunikationssystemen wird als dafür verantwortlich gesehen, demokratische Prozesse zu beeinflussen, insbesondere auch in Wahlen oder bevor Wahlen, in denen Fake News verbreitet werden. Es gab im Rahmen unseres IGF ganz viele Diskussionen und Workshops in den letzten 2 Jahren, denn es besteht eine grundlegende Furcht, dass wir in demokratischen Prozessen unter den neuen Technologien auch leiden können. Wir nutzen Multi-Stakeholder-Dialoge und verschiedene spezifische Aktivitäten, die Experten zusammenbringen und zu konkreten Ergebnissen führen, die die öffentliche Diskussion und spezifische Aktionen, Handlungen durch die Regierung und den Kongress unterstützen. Es gibt eine öffentliche Kontroverse über Gesichtserkennungssoftware durch Unternehmen und einige öffentliche Dienste. Einige wenden sich in Brasilien dagegen, um die Rechte der Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Es gibt beispielsweise Verbraucherschutzorganisationen, die darauf hinweisen, dass diese Gesichtserkennung oft gegen die Rechte der Bürgerinnen und Bürger verstößt. Vielen Dank. Vielen Dank für diesen interessanten Input. Manchmal ist uns die Technologie etwas voraus, das stimmt. Und so ein forschungsbasierter Ansatz kann sehr helfen. Denn damit können Folgen für die Zukunft vorausgesehen werden. Und ich denke, dass Brasilien da mit gutem Beispiel vorangeht. Jetzt möchte ich weitergehen in den Norden, auf den amerikanischen Kontinent. Nancy aus Kanada ist hier. Wir sind sehr froh darüber. Und bitte, Nancy, erzählen Sie uns mehr über die Prioritäten im Bereich neuer Technologien in Kanada. Dankeschön. Vielen Dank, Anja. Guten Morgen. Ich bin Nancy Carter und ich sitze dem kanadischen Steuerkomitee des IGF vor. Eine Priorität in 2019 war eben
zu reagieren auf Sicherheitsbedenken im Bereich IoT und vernetzte Geräte. Eine Organisation geht davon aus, dass wir jetzt 114 Millionen intelligente und vernetzte Systeme haben oder IoT-Geräte und diese Zahl steigt täglich. Es sind quasi 3 IoT-Geräte für jeden Erwachsenen und für jedes Kind im Land. Also die IoT-Geräte versprechen viel und sie generieren viele Daten, die auch genutzt werden können. Aber natürlich gibt es da auch große Gefahren. Wenn die Geräte Sicherheit in geringer Sicherheit einbezogen ist, dann wird es oft nachträglich einbezogen. Und es ist sehr schwierig für die Nutzer zu unterscheiden, welche Geräte sicher sind, welche nicht. Die Sicherheitslücken können auch große Auswirkungen haben. Und bestimmte Stellen können Daten dann manipulieren und nutzen. Das ist kann großen Schaden anrichten und das birgt auch große Gefahren für die Nutzer und für das Internet insgesamt. Die Internetregistrierungsorganisation in Kanada arbeitet jetzt an einem neuen Netzwerk, um die IoT-Geräte zu schützen und sicherzustellen, dass sie nicht das Internet angreifen und dass auch IoT-Geräte eben geschützt werden. Im Jahr 2012 hat das IGF-Forum auch die Stakeholder einbezogen und die Priorität lag darauf, Sicherheitsstandards zu entwickeln und auch eben eine Etikettierung dieser Geräte voranzutreiben. IoT-Standards und eben Label wurden diskutiert und welche Sicherheitsthemen da einbezogen sein müssen. Um eben sicherzustellen, dass auch die Nutzer diese annehmen, wurden mehrsprachige Initiativen mit einbezogen. Globale Harmonisierung war wichtig, genauso das Thema Transparenz. Einen pan-kanadischen Ansatz zu nutzen war wichtig und deshalb wurden sich eben die Herausforderungen bei der Sicherheit angeschaut und es gab einige Empfehlungen in diesem Bereich. Der Schwerpunkt lag auch auf internationalen Standards und auch auf nutzerfreundlichen Labels und auf dem Multi-Stakeholder-Ansatz im Bereich Bildung. Um die Empfehlung dieser Gruppe umzusetzen, wurde eben eine Umsetzungsgruppe gegründet und diese sollte zu verschiedenen Initiativen beitragen, auch eben bei dem Beitrag der kanadischen Organisationen im Bereich Sicherheit international. Multi-Stakeholder-Anstrengungen wie zum Beispiel der IGF in Kanada und auch der Multi-Stakeholder-Prozess im Bereich Sicherheit sind wichtig, damit eben die Bereiche Datenschutz und Datensicherheit auch für die Nutzer vorangetrieben werden können. Vielen Dank, Nancy. Vielen Dank, dass Sie zuallererst einmal über Standards gesprochen haben. Die sind wichtig. Und auch vielen Dank, dass Sie über den Multi-Stakeholder-Ansatz gesprochen haben und wie dieser eben den Menschen auch dienen kann. Jetzt gehen wir weiter vom kanadischen IGF zum asiatischen Kontinent. Herr Yoon Chang-chong ist heute hier aus Südkorea. Er wird uns sagen, welche Prioritäten es in Kanada gibt bei der Nutzung der neuen Technologien. In Korea, das ist ein Land, in dem sehr viele neue Technologien genutzt werden. Und es gibt auch große Anstrengungen, die Sicherheit zu verbessern. Gleichzeitig entwickeln wir auch neue Technologien. Im Jahr 2019 hat die koreanische Regierung einen Plan vorgelegt, um eine datengetriebene KI-Wirtschaft voranzutreiben. Das ist sehr wichtig. Sicherheitsbedenken sollen da auch eben bedacht werden und auch die Rolle von Daten und KI bedacht werden. Wir haben einen KI-Hub gegründet, eine Plattform, um offene Daten zu fördern. Das ist sehr wichtig für die Unternehmen im Bereich KI und auch für Softwareunternehmen und auch für Startups. Es ist auch Teil eines größeren
Datenprozesses. Es sollen nämlich auch öffentliche Daten der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden online. In Seoul gibt es ein Open Data Plaza und verschiedene Datenzentren. Und die Datenanalyse und Verarbeitung ist eben auch ein wichtiger Schritt. Massive Datenmengen werden genutzt, zum Beispiel auch für eben Patente und so weiter. Die Regierung hat auch versucht, eine Änderung des Datennutzungsgesetzes voranzutreiben. Und auch die Datenschutzgrundverordnung wurde dabei bedacht. Das ist ein wichtiger Standard für den Schutz von persönlichen Daten. Die KI-basierte Datenökonomie basiert natürlich auf Daten und trotzdem ist der Datenschutz sehr wichtig und Südkorea versucht, die Datensicherheit und eben auch die Nutzung in Einklang zu bringen. Technologische Standards, Gesetzgebung, so wird das auch bei den Stakeholders dann wiedergegeben. Andererseits ist es so, dass die neu entstehenden Technologien mit großen Sicherheitsgefahren einhergehen und die Regierung beschäftigt sich jetzt damit und hier geht es darum, auch entsprechende Tests durchzuführen und so hat das entsprechende Büro dann eine nationale Cybersicherheitsstrategie aufgelegt. Das war am Ende letzten Jahres. Und hier wurden dann Gesetze für die Schaffung einer sicheren Umgebung aufgelegt. Und so wurde ein System aufgebaut, insbesondere zur Echtzeitbekämpfung von Cyberattacken oder zur Echtzeitabwehr. Das geschah im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft, einer PPP. Südkorea hat sehr viel investiert in diesem Bereich, gerade auch für die KI-getriebene Technologie und die Big-Data-Analyse. In Südkorea ist es so, dass das Internet eine eigene Agentur hat, um auch Angriffe in Echtzeit erkennen zu können. Das ist sehr nützlich und wir haben die entsprechenden Instrumente dann auch auf universitärer Ebene entwickelt und auch die Universitäten, die daran beteiligt sind, teilen dann auch ihre Best Practices untereinander. Das funktioniert sehr gut und auf diese Weise können wir schon sehr viele Angriffe abwehren. Gleichzeitig ist es so, dass Südkorea sich insgesamt mit dem Thema sehr nachhaltig beschäftigt. Dieses Jahr war das Thema unseres KI-Gipfels, dass die Regierung zusammenstehen muss bei diesem Thema. Und gerade bei diesen neu entstehenden Technologien ist es so, dass natürlich die bösartige Nutzung von Cybertechnologie genutzt wird und dass das eine Gefahr für die Demokratie darstellt, auch für die Wirtschaft. Und wir befinden uns im Rahmen der vierten industriellen Revolution und die Regierung muss sich mit diesem Thema beschäftigen, denn hier geht es um die Menschen. Das ist also der südkoreanische Ansatz. Die südkoreanische Regierung tut sehr viel, um diese Themen tatsächlich in einer Weise anzugehen, die es auch ermöglichen, dann auch optimistisch zu sein für die Auswirkungen der Technologie in der Zukunft. You very much, Jung Chang. Vielen Dank, Jung Chang, für die Adressierung dieser wichtigen Fragen. Ich denke, das passt noch ein bisschen dazu, was Nordmazedonien gesagt hat für Cybersicherheit und Datenschutz im Land. Ich denke, das wird lange auf der Tagesordnung bleiben. Also lange ein Thema bleiben für die Multi-Stakeholder-Gemeinschaft. Wir schließen jetzt diesen Teil der Debatte durch den Input auch noch einmal aus der lateinamerikanischen Region. Carolina aus Kolumbien, sie
haben versucht, die Internetverbreitung voranzutreiben und auch die IKT im Land zu verändern. Und wir wollen jetzt hören, welche Rolle da die neuen Technologien spielen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein für die IGF-Gemeinschaft aus Kolumbien. Unser Forum wurde letzten Oktober abgehalten und wir haben uns konzentriert auf Inklusion, Konnektivität und Gemeinschaftsnetzwerke. Aus Multi-Stakeholder-Sicht ist Inklusion ein sehr wichtiges Thema und die Verbreitung des Internets ist jetzt bei über 50% innerhalb der Bevölkerung in Kolumbien und die digitale Kluft ist jetzt vor allem zwischen Land und Stadt und ethnische Minderheiten und Frauen sind vor allem betroffen. Das ist ein wichtiges gesellschaftliches Problem, dem wir uns annehmen müssen. Das IKT-Ministerium hat eine Gesetzgebungsreform zu IKT vorgestellt letztes Jahr. Dieses konzentriert sich auf die digitale Kluft. Sie soll behoben werden und die kommerzielle Konnektivität soll vorangetrieben werden. Die Privatwirtschaft hat das sehr gut aufgenommen. Diese Gemeinschaftsnetzwerke, die in der Region arbeiten, versuchen wirklich auch die letzten Dörfer anzuschließen und sich um die Konnektivitätsthemen zu sorgen. Direkter Zugang dieser Gemeinden ans Netz ist wichtig. Diese Gemeinschaften haben sich also zusammengetan und eine Kampagne gestartet, damit das auch in dem Gesetz reflektiert wird. In diesen Foren, diesen Netzwerkgemeinschaften sind auch wichtige Akteure vertreten und all diese Dinge können auch durch neue Technologien, die für alle zugänglich sind, vorangetrieben werden. Natürlich gibt es dann auch einen Punkt, wo man Zugang zu den Frequenzbändern braucht. Ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen zu dem Modell, das eben diese Gemeinschaften vorgestellt haben. Ich möchte nur einmal sagen, dass Lateinamerika eine sehr erfolgreiche Geschichte hat beim Schließen der digitalen Kluft durch solche Arten von Modellen. Die Kampagne war nicht vollständig erfolgreich, denn leider wurde sie nicht in dem Gesetz reflektiert. Auch gibt es noch keinen direkten Zugang, keinen autonomen Zugang zum Frequenzbereich. Aber die rechtlichen Probleme wurden erkannt und die Regierung und der Kongress und auch die Privatwirtschaft haben eben erkannt, dass es direkten Zugang braucht für die Gemeinschaftsnetzwerke und haben einen kleinen Bereich im Gesetz geöffnet, der es dann möglich gemacht hat, ein Pilotprojekt zu starten, das jetzt von der Zivilgesellschaft und der Regierung vorangetrieben wird. Also es geht jetzt um mobile Gemeinschaftsnetzwerke in Kolumbien. Wir machen uns große Sorgen, dass eben dieses Problem noch mehr anerkannt sein sollte. Und wir haben das Gericht gebeten, sich anzuschauen, ob dieses Gesetz nicht verfassungswidrig ist. Also wenn das Gericht dies entscheidet oder sagt, dass das Gesetz verfassungswidrig ist, dann werden auch die Gemeinschaften und die Netzwerke der Gemeinschaften in ländlichen Gemeinden besser anerkannt. Und also wir sehen diese Themen aus der Multi-Stakeholder-Perspektive und das ist eben unsere Art, wie wir dieses Thema der Inklusion angehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Karina. Wir freuen uns darauf, die Ergebnisse aus Kolumbien zu sehen, also wie es dann ausgeht mit diesem Projekt. Damit schließen wir jetzt diesen ersten Teil dieser Sitzung. In diesem Teil der Sitzung wollten wir Ihnen zeigen, wie
neue Technologien verschiedenen Ländern dienen und wie auch die Bedingungen überall unterschiedlich sind. Also in einigen Teilen der Welt nutzen wir neue Technologien, um sauberes Trinkwasser zu bekommen oder auch damit Nahrungsmittel überall verteilt werden können. In anderen Teilen der Welt kämpft man gegen Naturkatastrophen, Tsunamis und so weiter. In anderen Teilen der Welt nutzen wir KI, um die Internetverbreitung zu verbessern, Konnektivität voranzutreiben und auch Menschen in den ländlichen Gebieten zu helfen, wo es immer noch keine Infrastruktur gibt. All das sind sehr ermutigende Beispiele. Das bedeutet, dass die Multi-Stakeholder-Gemeinschaften in mehr als 90 Ländern, 17 Regionen, also die, die ihre nationalen und regionalen NGOs organisieren, sich nicht nur bewusst sind, dass neue Technologien genutzt werden können, um unsere Gesellschaften zu verbessern, sondern auch, dass sie wirkliche Maßnahmen ergreifen, und zwar unter Einbeziehung aller Interessengruppen. Das ist exzellent und die Fortschritte sind wirklich vielversprechend, damit eben auch neue Technologien mehr eingesetzt werden können in diesen Regionen. Das war eine sehr komplexe Diskussion. Ich hoffe, es ging mit dem Protokoll und es wird noch komplexer in der zweiten Sitzung. Denn jetzt öffnen wir auch für Fragen fürs Publikum und Sie können uns jetzt alle erzählen, wie neue Technologien in Unternehmen genutzt werden, in denen Sie arbeiten, in Ihren Städten, in Ihren Regionen. Ich werde Fragen und Bemerkungen aus den IGFs priorisieren, die Themen behandeln, die auch in Veröffentlichungen behandelt werden und die dann nach dem IGF veröffentlicht werden. Es gibt 3 Standmikrofone, also wenn Sie keine Tischmikrofone haben, dann nutzen Sie bitte die Standmikrofone. Wenn Sie sich darauf vorbereiten, das Wort zu ergreifen, möchte ich jetzt die Kollegin vom IGF Weißrussland bitten, über das IGF in Ihrem Land zu berichten, also über das nationale jährliche Treffen und kurz zu beschreiben, welche Situation es im Land gibt und wie sich die Nutzung neuer Technologien darstellt. Vielen Dank, Anja. Vielen Dank, dass auch unser IGF Teil dieser Diskussion sein kann. Sie haben eben gesagt, dass unser IGF nur 10 Tage vor dem globalen IGF stattfand. Und wir haben uns nicht nur auf neue Technologien konzentriert, sondern auch darauf, wie Technologien Inklusion beeinflussen und auch Zugang zu Informationen. In Belarus beginnt die Debatte gerade erst, also wie Inklusion wahrgenommen wird und welche Themen hier wichtig sind. Wir haben über technologische und sprachliche Inklusion gesprochen und unsere Schlussfolgerungen sind folgende. Der wichtigste Teil ist, dass trotz der schnellen Entwicklung der Technologie in Belarus und in der Technologiebranche gibt es noch eine Kluft zwischen der technologischen Entwicklung des Landes und eben dem Maß an Inklusion. Nicht nur Inklusion im Bereich des Internets, sondern auch Inklusion im Bereich der Technologien, die bei der Entwicklung helfen. Also trotz eben einer gesetzlichen Vorgabe, dass auch Internetseiten für blinde Menschen zugänglich sein müssen, haben viele diese Vorgabe noch nicht umgesetzt. Die Auswirkungen der neuen Technologien waren ein wichtiger Punkt. Millionen von Menschen haben eine Gelegenheit gehabt, sich tatsächlich mit ihren Passdaten in Sensoren einzuschalten, um auf diese Weise dann bestimmte Aufgaben zu erfüllen, ohne ihr Zuhause zu verlassen. Und des Weiteren wurde auch beim weißrussischen IGF 2015 besprochen, wie das Internetsegment
öffentlicher gestaltet werden kann, zugänglicher gestellt werden kann. Es gibt mehr und mehr wichtige Projekte in diesem Bereich und ich habe ja schon über einige gesprochen. Es gibt dann natürlich auch Personen, die diese Seite dann auch nutzen, um eine Domain in der eigenen Sprache durchzuführen. Das hat sich in den letzten 4 Jahren seit diesem Gipfel halt sehr gut entwickelt. Vielen herzlichen Dank. Helen, herzlichen Dank auch dafür, dass Sie die Inklusion jetzt noch einmal auf die Tagesordnung gehoben haben und gezeigt haben, wie wichtig es ist und wie wichtig es ist, gerade auch für Menschen in Ländern, in denen nicht Englisch gesprochen wird, dass ihre lokalen Sprachen genutzt werden. Dann ist es natürlich so, dass die USA natürlich ein Schwergewicht in allen wichtigen Bereichen sind. Und deswegen möchte ich die Co-Vorsitzende des IGF USA darum bitten, worin die Prioritäten für den IGF USA momentan bestehen. Vielen herzlichen Dank, Anja. Beim IGF USA sprechen wir über neue Technologien. Und das tun wir jedes Jahr. In den letzten paar Jahren haben wir uns sehr stark darauf konzentriert, über das Internet der Dinge zu sprechen, und zwar aus Anwendersicht, aus Ethiksicht und aus Sicherheitssicht. Und die neu entstehenden Technologien, die am meisten Aufmerksamkeit bekommen, und zwar in den gesamten Vereinigten Staaten, ist die KI. Anwendungen gibt es bereits im Finanzwesen, in der IT-Gemeinschaft, in der Bildung und auch in der Regierung und in der öffentlichen Verwaltung. Die amerikanische Bundesregierung hat einen Aufruf abgegeben, mehr Informationen und mehr Forschung verfügbar zu machen zum Thema künstliche Intelligenz. Und letztendlich geht es darum, zu verstehen, was KI wirklich ist, was die Möglichkeiten sind, wo man es am effizientesten nutzen kann und wie sich das vor allem auch für die öffentliche Verwaltung nutzen kann. Auch das Weiße Haus ist Teil einer größeren Technologieinitiative und es hat die Privatwirtschaft dazu aufgerufen, sich auf Themen wie Ethik und die sichere Verbreitung solcher Technologien zu konzentrieren. Es ist jetzt so, dass die Technologie und die technische Gemeinschaft sowie die Politiker sich sehr stark damit beschäftigen. Aber es ist wichtig, dass auch die Zivilgesellschaft sich einschaltet in diesen Prozess und dass man gemeinsam daran arbeitet, gerade im Ethikbereich. Und einige der Bereiche, in denen wir tatsächlich mehr Stakeholder vertreten haben müssen, sind eben die, wo Nutzer tatsächlich zu Wort kommen sollten. Also unterrepräsentiert sind insbesondere ältere Bürger und junge Menschen. In unserer Sitzung wurde anerkannt, dass wir eine klarere Definition brauchen, dass wir mehr Standards und Normen brauchen. Und die Schlussfolgerung war, dass man wie bei allen anderen Themen bei der Technologieentwicklung einen Multi-Stakeholder-Prozess braucht und nicht zusätzliche Gesetzgebung oder Regulierung. Wir brauchen also ein Zusammentreffen der öffentlichen Hand, der Privatwirtschaft und der Zivilgesellschaft, sodass auf die Weise dann Standards für die Nutzung und auch für die Ethik festgelegt werden können. Vielen Dank, Linda, und vielen Dank, dass Sie auch das Thema Ethik eingeführt haben in diese Debatte zu den neu entstehenden Technologien. Ich würde jetzt gerne Lucien bitten, für den französischen IGF zu sprechen. Hier hat man sich sehr stark in den Diskussionen auf die Ethik konzentriert und daher bitte ich dann um eine entsprechende Präsentation. Natürlich hat, wie Sie wissen, der Staatspräsident Macron im letzten Jahr eine wichtige Ankündigung gemacht beim letztjährigen IGF, auch zu den neuen Technologien. Lucien, können Sie uns dieses Konzept vielleicht näher bringen, gerade auch zu den Standards in Frankreich? Guten Tag, Anja. Vielen Dank, dass Sie mich so eingeführt haben. Ja, es ist so, dass der französische Gipfel am 4. Juli dieses Jahres getagt hat. Und wir hatten 12 Workshops und dazu noch einige Plenarsitzungen. Wir haben
uns dazu entschieden, auf vier Strängen weiterzuarbeiten. Erstens, verantwortungsvolle Digitalisierung. Das ist natürlich ein Follow-up, wie Sie schon gesagt haben. Staatspräsident Macron hatte bereits in Paris beim IGF im UNESCO-Gebäude darauf hingewiesen. Dann der zweite Strang ist die digitale Inklusion. Der dritte die Daten-Governance. Und das ist natürlich wiederum ein Spiegelstrang sozusagen zu einem früheren IGF. Und der letzte Strang beschäftigte sich mit dem Zusammenhang zwischen Governance und Regulierung. Das heißt, hier ist es ein Follow-up-Prozess einer französischen Initiative, die auf lokaler und regionaler Ebene geschieht. Wir haben darum gebeten, im Cyberspace hier Untersuchungen durchzuführen. Und es gibt eine ganze Reihe neuer Initiativen. Auch dazu gehört auch der Christchurch-Aufruf, an dem sich Frankreich beteiligt, also die Bekämpfung von Terrorismus. Dann gibt es auch französische lokale Initiativen, insbesondere das Gesetz zu Fake News, zur Fehlinformation. Das gilt insbesondere in Bezug auf Wahlen. Denn also momentan befindet sich das in der Diskussion auch zum Thema Hassrede. Es gibt also eine ganze Reihe von Sorgen, die hier auf den Tisch gebracht wurden. Zwei möchte ich kurz nennen. Das eine ist die Regulierung von Inhalten. Wie Sie sich denken können, ist das ein Thema. Das zweite ist die künstliche Intelligenz, wenn sie genutzt wird zur Regulierung von Inhalten und auch in der Wirtschaft. Was jetzt das Thema Hassrede betrifft und auch die Regulierung von Inhalten, ist es so, dass es eine große öffentliche Debatte gibt, bei der alle Stakeholder mitwirken. Und das soll die Möglichkeit schaffen, diese Themen wirklich ausführlich zu erörtern, denn das ist wirklich ein schwieriges Thema im Zusammenhang mit Menschenrechten. Insbesondere, also es gab schon auf französischer Ebene mit dem französischen Digitalkonsul und mit der Digitalkommission in Frankreich schon viele Diskussionen dazu. Und da hat man sich hauptsächlich auf die Nutzung von KI und automatisierten Algorithmen konzentriert, die darauf ausgerichtet sind, Inhalte herauszufiltern, die Hate Speech darstellen, also Hassrede. Und eine Sache, das ist hauptsächlich das, womit sich dann auch der IGF in Frankreich beschäftigt hat. Vielen Dank, Lucien. Vielen Dank. Ich möchte Sie alle dazu auffordern, auch den Bericht des französischen IGF zu lesen. Da werden einige innovative Konzepte eingeführt und es werden auch Fragen aufgeworfen, die uns alle interessieren können. Ich glaube, das wird noch die Sorgen um Menschenrechte und die Menschenrechtsanwendung vielleicht noch etwas verstärken, wenn man sich das ansieht, denn diese neuen Technologien werfen ja diesbezüglich Fragen auf. Wir haben bereits gehört aus Südosteuropa, denn wir hörten ja vom nordmazedonischen IGF, aber ein Problem der neuen Technologien ist ja, dass man selbst vor Ort noch immer eine Kluft hat. Also selbst wenn man sich auf diese Ebene herunterbewegt, ist es so, dass man natürlich ein Forum einrufen kann und dass man sagen kann, man kann jetzt hier die Sorgen eines bestimmten Landes oder einer Region ansprechen. Aber manche sehen sich vielleicht selbst nicht in der Rolle, dass sie über Internetpolitik diskutieren wollen. Das heißt, auch hier müssen wir Aufmerksamkeit schaffen, und den Menschen sagen, ja, ihr könnt euch daran beteiligen. Dieser Teil Europas, also dieser südöstliche Teil Europas, ist sehr interessant und sehr divers. Wir haben ja schon aus dem Balkan gehört. Aber ich denke, man kann hier tatsächlich auch noch viel lernen. Und ich würde gerne Serena Oriana aufrufen, dass sie uns auch noch etwas sagt. Ich kann mich daran erinnern, dass wir ja nächstes Jahr in Moldau zusammenkommen. Und das ist ein sehr spannendes Land, das vielleicht nicht so viel mit dem Rest der Region gemein hat. Und vielleicht wird das auch in Ihrem Beitrag sich widerspiegeln. Guten Morgen zusammen. Vielen Dank, Anja. Ja, es stimmt, dass wir unser nächstes Jahrestreffen in Moldau abhalten werden. Aber ich würde sagen, wir gehören schon zu der Region.
es ist jetzt nicht so, dass wir so wahnsinnig da hinterherhängen. Gut, wir möchten natürlich weitere Kapazitäten aufbauen in der ganzen Region. Und der Grund dafür, dass man sich für Moldau entschieden hat, liegt eben in diesen Bemühungen. Nun, kommen wir jetzt zu den Themen der neu entstehenden Technologien. Also es gibt eine Frage, die wir auch erörtert haben und die wir heute erörtern sollen, wie neue Technologien tatsächlich auch Menschen, die eher am Rande der Gesellschaft stehen, mit einbeziehen können. Und bei CITRIC haben wir dieses Jahr darüber gesprochen, wie man das Internet zugänglicher machen kann, auch bezahlbar für alle machen kann. Und ich möchte Ihnen einige Beispiele davon geben, von besonderen Fällen, die vorgestellt wurden bei diesen Diskussionen, dazu, wie die Technologien tatsächlich bisher genutzt wurden, um auch solche Personengruppen dann einzubeziehen. Und ich versuche, mich dabei so kurz zu halten wie möglich. Also, es gab ein wunderschönes Zitat von jemandem, der anwesend war. Für die meisten Menschen macht die Technologie das Leben einfacher. Für Menschen mit Behinderungen jedoch macht die Technologie Dinge erst einmal möglich. Und ich glaube, das ist wirklich ein ganz wichtiges Zitat dazu, was Technologie für bestimmte Personen machen kann. Und hier gibt es Beispiele von bestimmten Assistenztechnologien für Menschen mit Behinderungen. Die Vodafone-Stiftung und andere Stiftungen haben es geschafft, eine App, die Eva Fallschirmmaus, einzuführen. Wenn sie auf ein Mobiltelefon installiert wird, dann ermöglicht es die Kamera des Gerätes tatsächlich dem Nutzer mit dem Gesicht eine Maus zu steuern. Und das bedeutet, dass Menschen mit Behinderungen tatsächlich ihr Mobiltelefon nutzen können, selbstständig nutzen können und auf diese Weise auch auf Informationen Zugriff zu haben und das Ganze eben privat, ohne eine andere Person einzubinden. In Rumänien wurde vor einigen Jahren von der Nationalen Rundfunkanstalt Untertitelung eingeführt für zum Beispiel Nachrichtensendungen. Das war insbesondere nützlich für Menschen mit Hörschäden. Und wir wissen natürlich, dass auch YouTube, Netflix und so weiter auch eben Untertiteloptionen haben. Das sind Beispiele für gute Praktiken, um eben Menschen mit Hörproblemen auch neue Chancen zu geben. Weitere Beispiele, die bei unseren Diskussionen genannt wurden, waren Fälle, in denen Menschen mit Behinderungen erfolgreich ihre Rechte auf den Zugang zu digitalen Technologien durchsetzen können. Beispiel aus Georgien. Ja, wir haben ja auch unsere Kollegen aus Georgien hier. Da gab es eine Nichtregierungsorganisation für Menschen mit Sehproblemen dafür, dass das Gesundheitsministerium verklagt, weil die Webseite nicht blindengerecht war. Und die Regierung musste das also ändern. Und jetzt wird sichergestellt, dass eben auch digitale Produkte auch zugänglich sind für Menschen mit Behinderungen. Das werden wir natürlich weiter überprüfen und entsprechend berichten. In der Türkei haben Studenten mit Sehstörungen durchgesetzt, dass sie Prüfungen ablegen können in Weisen, die für sie funktionieren, denn natürlich können sie das nicht auf dem normalen Wege tun. Und diese Kampagne hat es also jetzt ermöglicht, dass diese türkischen Studierenden tatsächlich jetzt auch ihre Prüfungen ablegen können mit der Hilfe technischer Gerätschaften. Also unsere Diskussion hat gezeigt, dass wir sehr häufig diese Themen zu sehr ausklammern, weil wir nur unsere eigene Perspektive einnehmen und nicht die Perspektive der Menschen mit Behinderungen. Und für uns alle ist es wichtig, sich mehr damit zu beschäftigen, was man für diese Menschen, für die Stärkung dieser Menschen tun kann, damit die Technologien ihnen tatsächlich auch nutzen. Denn Technologien sollen ja für alle da sein. Vielen herzlichen Dank, Serena, auch dafür, dass Sie Ihre Perspektive beigesteuert haben. Wir haben noch nicht von allen Ländern gehört. Und ich möchte Sie auch alle dazu auffordern, auch die Berichte von CIVIC auch zu lesen. Das sind wirklich ganz prägnant formulierte Dokumente, die sehr viel beitragen können für unsere Diskussionen. Das Thema 5G war auch ein heiß diskutiertes Thema. Und leider haben ja nicht alle Länder diesbezüglich denselben Ansatz. Manche haben die nationalen digitalen Strategien, die sie umsetzen, andere nicht. Und ich denke, wenn Sie in Moldau zusammenkommen werden, dann wird dieses Thema sicherlich auch wieder auf der Tagesordnung stehen. Und das halte ich für sehr, sehr interessant.
Ich glaube, damit haben wir dann jetzt schon sehr viel aus Osteuropa gehört. Wir haben, soweit ich weiß, noch jemanden, der online zugeschaltet ist und einen Beitrag leisten möchte. Aha, okay. Gut, in dem Fall machen wir das dann später. Ich möchte jetzt, dass wir uns noch einmal nach Lateinamerika bewegen. Und das ist sehr interessant. Die Karibik insbesondere ist ein sehr spannender Weltteil, einfach wegen der geografischen Lage. Da sind viele kleine Inselstaaten, die vor großen Herausforderungen stehen, die auch mit der Infrastruktur Probleme haben. Und das ist für uns alle sehr wichtig. Und vielleicht möchte ich als erstes einmal das IGF aus Guatemala aufrufen, uns mithilfe des Mikrofons, ja, Sie können sich dort hinsetzen, kurz zu erzählen, wie, was Ihre Prioritäten sind und wie Sie die Technologien nutzen möchten. Ich stamme aus Panama, nicht aus Guatemala, bitte. Okay, dann Panama und Guatemala dann später. Ich werde auf Spanisch sprechen.2019 hatten wir die zweite Edition von IGF in Panama. Diese Initiative entstand im Jahre 2017, nachdem wir Gastgeber im IGF für Lateinamerika und die Karibik waren. Die Hauptthemen hier für die Bevölkerung in Panama und in ganz Mittelamerika in unserer Region sind wie folgt. Privatität, Privatsphäre, Datenschutz, denn wir sind in der Nähe von zwei großen Ländern, Mexiko und Kolumbien. Aber wir haben keine Gesetzgebung entsprechend unserer jetzigen Situation. Und wir haben sehr viele Probleme mit der Sicherheit in unserer Region. Und unsere Regierung will das lösen, indem massive Überwachungstechnologien eingesetzt werden mit Sicherheitskameras in allen großen Städten unserer Länder. Und das ist für uns viel zu invasiv für die Privatsphäre der Bürger. Und da fehlen auch oft Kenntnisse über die Rechte der Bürger hinsichtlich dieses Themas. Und die Regierung denkt, das ist die Lösung für alle Probleme der Nation. Deshalb hat sich unser IGF auf diese Themen konzentriert. Datenschutz, Biometrie, Privatsphäre und Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung, damit die Leute wissen, dass diese Technologieanwendungen einfach dem Menschen dienen müssen und nicht umgekehrt. Genauso wie die Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Eröffnungsrede erwähnt hat. Das sind die Hauptthemen, die Hauptprioritäten für uns. Wie wollen wir unsere Städte und unsere Hauptstädte, in diesem Falle Panama City, zu einer Smart City werden lassen, ohne dass die Privatsphäre der Bürger angegriffen wird? Panama hat eine strategische Lage zwischen den zwei Amerikas, Süd- und Nordamerika. Und die Regierung, die jetzige und die vorherigen Regierungen, wollen aus uns einen technologischen Hub machen für die Amerikas. Aber dafür und dafür, dass die technologischen Unternehmen in der Region Zugang zu Panama finden, müssen wir verschiedene Maßnahmen erfüllen. Nicht nur steuerlich, die haben wir schon, sondern auf der Ebene der öffentlichen Politiken, um diese Investitionen zu fördern und die Attraktivität von Panama zu steigern. Das ist zurzeit nicht der Fall. Deshalb hatten wir eine Sitzung, um zu eruieren, inwiefern können diese Technologien diese Möglichkeiten eröffnen und dabei die Menschenrechte schützen, damit das Internet offener und universeller wird. In Panama gibt es noch sieben indigene Stämme. Wir haben nicht so viele indigene Bevölkerungen wie in Guatemala zum Beispiel. Aber wir wollen gucken, dass diese Gruppen Zugang zu Internet haben. Und
Da werden schon Maßnahmen eruiert durch Internet Society, um den Zugang zum Internet zu diesen Stämmen zu bringen, damit wirklich Internet offen, frei und universell wird für diese Gruppen. Und damit diese technologischen Ressourcen ihnen eine Möglichkeit bieten, Zugang zur Beschäftigung und zu einer besseren Lebensqualität ermöglichen. Das ist die Zusammenfassung der verschiedenen Themen, die wir im IGF 2019 in Panama besprochen haben. Danke, Anja, für die Arbeit, die du über das ganze Jahr geleistet hast, damit dies Realität wird. Danke. Ja. Ich weiß nicht, ob wir hier jemanden aus Guatemala haben. Das wäre wirklich wunderbar, damit wir auch noch eine Stimme aus diesem Weltteil haben. Aber es scheint, dass niemand hier ist. Gut, in diesem Fall möchte ich mich herzlich bedanken. Trotzdem möchte ich, dass wir noch einmal in dieser Region bleiben, bevor wir dann wieder nach Europa zurückkommen und diesen Teil der Sitzung abschließen. Ich werde Ihnen dann auch die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen oder auch Ihre Ansichten mitzuteilen. Wir hören jetzt von Bolivien. Auch Sie, auch Bolivien war einmal Gastland des IGF. Vielleicht können Sie uns auch über Ihr Land erzählen, denn auch das hat eine geografisch interessante Lage. Vielleicht können Sie uns etwas über die Präsenz der Technologien erzählen. Vielleicht können Sie generell auch sprechen über die lateinamerikanische Region, denn Sie haben ja erst vor kurzem einen Regionalgipfel gehabt und ich weiß, dass Sie also mit vielen verschiedenen Ländern zusammen sehr intensive Diskussionen auch mit den einzelnen Stakeholdern geführt haben. Wir freuen uns also sehr, von Ihnen auch zu hören. Vielen herzlichen Dank, Anja. Nun, wie bereits gesagt wurde, gibt es natürlich regionale Unterschiede und auch Unterschiede zwischen einzelnen Ländern. Das ist ganz klar der Fall. Und ich würde sagen, dass wir in Bolivien wirklich in der Mitte stehen. Ja, es gibt isolierte Anstrengungen dahingehend, IoT, also das Internet der Dinge, stärker zu nutzen. Das passiert vor allem in Universitäten. Dort wird viel zusammengearbeitet mit innerhalb von Forschungsprojekten. Und letztes Jahr war eines unserer Anliegen und auch dieses Jahr, die verschiedenen Multi-Stakeholder zusammenzubringen. Wir haben 4 Workshops, waren es, glaube ich, organisiert. Wir haben das Kapitel Bolivien, wie wir es nennen, geschrieben, zusammen mit der bolivianischen Aufsichtsbehörde des Ministeriums und auch mit einer Reihe von Universitäten. Unser Ziel war, einen Entwurf vorzustellen, damit dann bestimmte IoT-Anwendungen getestet werden können, sodass daraus dann Regulierung hervorgehen kann, damit sich die Verkäufer solcher Geräte dann an bestimmte Standards halten müssen. Das ist also der Weg, den wir hier beschreiten und in der Zukunft beschreiten werden. Ein weiteres Thema, das, glaube ich, noch nicht abgedeckt wurde, das aber wichtig ist in Bezug auf die Inklusion, ist die Tatsache, dass auch 5G natürlich auf der Tagesordnung steht. Natürlich sind wir noch weit weg davon, dass wir 5G tatsächlich in unserem Land werden nutzen können, aber wir versuchen, die verschiedenen Sektoren in Bolivien zusammenzurufen. Wir haben eine ganze Reihe von Treffen abgehalten und wir haben verschiedene Standpunkte abgefragt und wir haben uns angesehen, was noch getan werden muss, zum Beispiel um Frequenzen freizuräumen, damit diese entsprechende Bandbreite überhaupt verfügbar sein wird, die erforderlich ist. Aber es ist ganz wichtig an dieser Stelle, dass wir uns auch gemeinsam daran erinnern, dass es auch noch andere Technologien gibt, wie zum Beispiel 4G, die wir noch nicht voll ausschöpfen mit ihrem Potenzial. Das liegt vielleicht daran, dass wir noch immer ein Preismodell nutzen, das wirklich geändert werden muss.
Und wenn das geschieht, dann wird das alleine schon sehr viel zur Inklusion beitragen, also zur Inklusion derjenigen, die noch nicht angeschlossen an das Internet. Dasselbe passiert auch in anderen Ländern und Weltregionen. Jetzt zu unserem regionalen IGF. Wir haben verschiedene Panels gehabt zum Thema neue Technologien. Die meisten hatten auch bei uns mit dem Thema Privatsphäre zu tun. Dann hatten wir auch ein Panel über Innovation ganz allgemein, über Dinge, die man tun kann für Innovation. Und ich glaube, das ist ein Thema, das nicht so breit angegangen wird, wie es sein sollte, einfach deshalb, weil jedes Land unterschiedlich ist. Und jedes Land geht anders mit diesem Thema um und nutzt neue Technologien auf verschiedene Weise. Vielen herzlichen Dank, Roberto, dass Sie noch eine weitere lateinamerikanische Perspektive geliefert haben. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns auch die Vielfalt der Märkte ansehen, gerade auch, was jetzt dann die neuen Technologien wie 5G ansehen. Wir werden dann natürlich auch noch andere Perspektiven zu einem späteren Zeitpunkt hören. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich da schon anstellen. Wenn das für Sie in Ordnung ist, dann würde ich Sie kurz bitten, noch ein wenig dort stehen zu bleiben und zu warten, damit wir einmal abschließen können mit zwei oder drei sehr wichtigen Stimmen aus Osteuropa insbesondere. Und dann ermöglichen wir Ihnen allen, auch aus dem Publikum, Ihre Beiträge zu leisten. Wir haben noch sehr viel Zeit, wir haben noch 40 Minuten. Das heißt, ich glaube, es wird kein Problem sein, Sie alle noch in die Diskussion einzubinden. Wenn es Ihnen recht ist, dann möchte ich zunächst einmal ganz kurz fragen, ob noch jemand von aus Ecuador hier ist. Ah, wunderbar, perfekt. Vielleicht könnten Sie einmal weitermachen, wo Roberto aufgehört hat. Und einfach damit wir sehen können, ob es eine ähnliche Situation bei Ihnen gibt oder vielleicht sind Ihre Prioritäten ja auch ganz anders. Vielen herzlichen Dank. Ich werde über Ecuador sprechen und das tue ich in meiner Muttersprache. Nun, innerhalb der Fragen, die hier gestellt worden sind, gab es auch welche in Bezug auf die vulnerablen Gruppen. In Ecuador ist es so, dass es hier Gruppen gibt, die einfach nicht angebunden sind. 60% sind angebunden an das Internet und der Rest nicht. Was passiert mit diesen Gruppen? Nun, es ist so, dass die öffentlichen Stellen in Ecuador teilweise Informationen weitergegeben haben über die verschiedenen Familienstrukturen. Und diese Informationen waren nicht richtig. Sie gingen vom Vater auf den Sohn, auf den Enkel über. Wir haben 17 Millionen Ecuadorianer. Nicht alle bei uns sind an das Internet angebunden. In Ecuador ist es so, dass die Informationen über Menschen, die verstorben sind, immer noch im Internet enthalten sind. Das ist ein großes Problem für uns. Auf der anderen Seite geht es hier um neue Technologien und wie neue Technologien eine Bedrohung darstellen. Sie wissen ja, und in einer anderen Gruppe sind ja bereits Probleme für Menschen mit Einschränkungen gesprochen worden. Es gab sogar einen Hype in Bezug auf die biometrische Erfassung von Personendaten. Und jetzt geht es um den Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen und vor allen Dingen auch um die biometrische Erfassung von den biometrischen Daten von Menschen mit Behinderungen, die also über die biometrische Erfassung bestimmte Aktionen im Internet auf diese Art und Weise durchführen können. Diese Daten sind aber im Internet verfügbar, ohne dass diese Personen nun ihre Zustimmung gegeben haben. Das heißt, die öffentliche Hand könnte sich derer bedienen. Und das ohne Garantien. Was machen wir nun, um dies zu unterbinden? Die Multi-Stakeholder
und der IGF von Ecuador haben wir in unserer fünften Sitzung Folgendes beschlossen. Es geht zunächst einmal darum, dass es einen größeren Schutz für die Daten, die privaten Daten der Ecuadorianer geben muss. Und es geht auch darum, dass es sehr wichtig ist, die biometrischen Daten zu schützen, vor allen Dingen die Daten von Menschen mit Behinderungen oder von Menschen, die noch kein Wahlalter erreicht haben und nicht dazu stimmen können. Ja, das ist eine Perspektive, die wir ganz oft vergessen, dass Menschen vielleicht nicht selbst das Internet nutzen, aber dass ihre Daten manchmal genutzt werden, zum Beispiel für kommerzielle Zwecke. Und das ist ein ganz wichtiges Thema. Wir müssen das in den Sozialvertrag aller Länder aufnehmen, damit die Menschen erst einmal ein Bewusstsein darüber haben und dass man dann eben auch entsprechende Maßnahmen ergreifen kann, um tatsächlich auch die Menschen, die Daten dieser Menschen schützen kann und die Menschen auch dahingehend schulen kann, wie sie mit ihren Daten umgehen können. Das ist ein ganz wichtiges Konzept und ich glaube, an dieser Stelle würde ich dann gerne diese Sitzung abschließen und ich zwar mit der osteuropäischen, mit der Region Osteuropa, einer Region, von der wir schon gehört haben. Insbesondere möchte ich ganz kurz, Liliana ist hier am Multitasken. Sie ist unsere externe Moderatorin und im Übrigen hat sie auch einen sehr erfolgreichen nationalen IGF in ihrem Land, nämlich in Armenien, einem Land, das sich sehr stark entwickelt im Bereich der neuen Technologien. Und ich würde Liliana die Gelegenheit gerne geben, über die Prioritäten des armenischen IGF zu berichten. Vielen herzlichen Dank. Ich spreche für den armenischen IGF. Ich bin Koordinatorin dieser Organisation und die neuen Technologien haben viele Auswirkungen für die Wirtschaft und die Gesellschaft. Und sie eröffnen neue Möglichkeiten für neue Geschäftsmodelle, die eine kulturelle Entwicklung fördern und die großes Potenzial auch für den Bildungsbereich haben. Beim fünften armenischen IGF, der dieses Jahr im Oktober stattfand, haben wir die Augmented Reality, die AR, diskutiert und insbesondere die Auswirkungen, die das auch auf den Bildungsbereich hat. In diesem Bereich gab es in den letzten 10 Jahren sehr viele Fortschritte und die AR wird jetzt ganz oft benutzt in den Geschäften, in der Logistik, in der im Einzelhandel, in der Produktion und so weiter. Immer mehr Unternehmen ist bewusst, wie viel Potenzial die AR hat und sie entwickeln neue Anwendungen für diese Technologie, die dann aufbaut auf den bereits bestehenden. Somit wird die Geschäftstätigkeit verbessert. Armenien hat ein sehr reiches Kulturerbe und eine sehr reiche Geschichte. In Armenien hat der Kulturminister vor kurzem mit seinem Minister an einem Projekt zu arbeiten begonnen, bei dem es darum geht, dass berühmte Künstler und ihre Meisterwerke mittels AR verfügbar gemacht werden. Die Museen und andere Kulturinstitutionen müssen attraktiver gemacht werden, gerade für Menschen, die nicht vor Ort sind und insbesondere auch für junge Menschen, die auf die Weise das armenische Kulturerbe besser bewerben können. Denn unser Kulturerbe reicht 3000 Jahre zurück. Wir nutzen innovative Technologien wie AR. Das gibt einfach Tiefe für die Artefakte, die in unseren kulturellen Institutionen verfügbar sind und machen sie auf diese Weise attraktiver und spannender für unsere Besucher und für Menschen, die sich aus der Ferne informieren. Dann gibt es im Bildungsministerium eine Initiative für Schulbücher, um die Lernerfahrung für Schüler attraktiver zu machen, indem AR-Technologie genutzt wird. Informationen und Daten können auf diese Weise in Echtzeit an die Lernenden weitergegeben werden und so kann man dann auch Visualisierungen durchführen und das in 3D, sodass auf die Weise ein besseres Verständnis gefördert wird. Das Pilotprojekt deckt momentan die Physik ab und soll die Schüler mit einer Gelegenheit versorgen, über physikalische Phänomene und Prinzipien, also die physikalischen Grundgesetze, vertraut zu machen mit dem Nutzen von AR. Letztendlich sollen alle Schulfächer auf diese Weise verstärkt werden. Das soll den Lern- und Lehrprozess vereinfachen, spannender machen und erfolgreicher gestalten. Das ist also die Diskussion, die wir in diesem Jahr hatten. Vielen herzlichen Dank, Liliana. Ich bedanke mich auch
dafür, dass Sie genannt haben, wie wichtig es ist, junge Menschen gut auszubilden, gerade auch bereit zu machen, für darauf vorzubereiten, in solche Diskussionen, wie wir sie heute haben, einzutreten. Natürlich ist es so, dass die nationalen und regionalen Initiativen sehr wichtig sind. Ihre Nachhaltigkeit beruht darauf, dass die jungen Menschen sehr früh bereits in diese Prozesse eingebunden werden, sodass sie dann später auch erfolgreich übernehmen können, was sie jetzt aufbauen. Und so werden wir hoffentlich dann eine bessere Umwelt für uns alle schaffen. Es ist daher wichtig, dass wir auch von jungen Menschen hören in dieser Sitzung. Wie sehen junge Menschen die neuen Technologien? Und dazu haben wir eine Initiative aus der Ukraine. Sie haben eine ganz hervorragende Arbeit geleistet. Ich möchte an dieser Stelle übergeben an den IGF Ukraine. Vielen herzlichen Dank zusammen. Mein Name ist Valerie. Ich komme aus der Ukraine und ich bin Moderatorin des Jugend-IGF der Ukraine. Ich bin hier als Vertreterin des Jugendgipfels des IGF. An erster Stelle möchte ich mich bei Ihnen, Anja, bedanken dafür, dass Sie das Thema überhaupt auf die Tagesordnung gesetzt haben. Denn erst heute Morgen hatten wir ein Treffen mit WIND. Und wissen Sie, es ist wirklich wichtig für uns und für die jungen Menschen, die Gelegenheit zu haben, sich wirklich dazu zu äußern und Gehör zu finden. Denn das ist einfach wichtig. Und ganz kurz zu unseren Errungenschaften. Dieses Jahr haben wir sehr viel über Inklusion gesprochen beim Jugend-IGF und wir hatten eine Schülergruppe aus Bielorzerta und sie haben eine Untersuchung durchgeführt. Sie haben Regierungs-Internetseiten untersucht, dahingehend, ausgerichtet sind auf Menschen mit Sehbehinderungen. Nicht alle Seiten sind da schon zufriedenstellend aufgestellt, aber ich freue mich sehr und bin sehr stolz darauf, dass wir diesen ersten Schritt gegangen sind, eines langen Weges dahingehend, dieses Thema der Inklusion tatsächlich auch auf einer höheren Ebene zu besprechen. Und was ich heute hier deutlich machen möchte, ist Folgendes. Ich möchte alle dazu aufrufen, alle Stakeholder dazu aufrufen, im Sinne dieses Zieles zu handeln. Denn nur wenn man gemeinsam arbeitet, kann man alles auch schaffen. Und dafür möchte ich mich bedanken. Vielen Dank. Das sind ganz bewegende Worte. Und ich denke, das war auch sehr nützlicher Input für unseren Bericht. Denn das Thema ist ja nicht nur für die Jugend wichtig, sondern für die ganze IGF-Community. In diesem Sinne möchte ich gerne auch die Berichte zu dieser Region abschließen. Der russische IGF feiert sein 10-jähriges Bestehen. Es gab einen sehr spannenden Gipfel. Dort wurden auch neue Technologien gesprochen und davon hören wir jetzt digitale Technologien in Russland und Ihre Gedanken dazu. Vielen Dank. Erlauben Sie mir, Russisch zu sprechen. Das ist meine Muttersprache und ich möchte einige Worte über die russischen IGF erzählen und das russische Internet. Ein wichtiger Aspekt ist eben das, dass wir in diesem Jahr nicht nur die 50-Jahresfeier des Internets feiern, sondern es ist vor 25 Jahren so gewesen, dass in der Russischen Föderation die nationale Domain RU verliehen worden. Zunächst war das nur ein Zugang für wissenschaftliche Information für Forschungsorganisationen. Und jetzt nach 25 Jahren ist das russische Internet ein einmaliges Ökosystem, das eine unglaubliche Vielfalt von unterschiedlicher Services anbietet oder Server anbietet. Soziale Netze, Postserver oder verschiedene Online- und Handelsplattformen und vieles, vieles mehr.
Dabei ist es wichtig zu unterstreichen, dass das russische Internet von unserem Standpunkt aus gesehen bleibt und es war und bleibt ein Bestandteil der weltweiten digitalen Raumes. Wir sind offen für Start-ups, wir sind offen für Investitionen und diese Offenheit ist eine Priorität unter anderem für die Leitung unseres Landes. Und dieses Prinzip wurde von einem der Leiter der Verwaltung des Präsidenten der Russischen Föderation, Sergei Kirienko, unterstützt. Dies hatte er gesagt auf dem russischen Forum zur Internet Governance. Der Organisator dieses Forums ist das Koordinationszentrum für die Domains in der Russischen Föderation. Das ist unter anderem eine kommerzielle Aufgabe, die die Aufgabe hat, das Internet zu entwickeln und die internationale und weltweite Internet-Community zu entwickeln. Wichtig ist es zu verstehen, dass um die sichere Funktion des Netzes zu sichern, wir uns auf aussichtsreiche Technologien stützen müssen, wie zum Beispiel die KI. Und hier ist es sehr wichtig zu unterstreichen, dass ein solches Thema im Rahmen der Sitzung des Russischen Forums erörtert worden ist. Und die Ergebnisse wurden berücksichtigt, und zwar bei der Entwicklung der nationalen staatlichen Strategie zur Entwicklung der KI, die von Wladimir Putin im Oktober dieses Jahres bestätigt worden ist. Wir müssen auch die nächste wichtige Frage hier erörtern, und zwar den Schutz der Daten und der Kampf mit Cyberkriminalität. Wir sind der Meinung, dass eine optimale Lösung hier nur in enger internationaler Kooperation möglich ist. Und hier ist es sehr sinnvoll, bei internationalen Organisationen ständige Arbeitsgruppen zu bilden, die die Regierungen der Länder vertreten, damit man ausbalancierte Lösungen entwickelt, die den Interessen aller Stakeholder entsprechen. Wir sind, dass ein solcher Multi-Stakeholder-Ansatz sich erfolgreich bestätigt hat bei der Lösung von Fragen des Internets, wo die Staaten als Garanten auftreten und die entsprechenden gesetzlichen Grundlagen erarbeiten. Zum Abschluss möchte ich sagen, dass insgesamt, dass die Regelung einerseits immer die sichere und nachhaltige Entwicklung des Internets zu gewährleisten hat, dass alle Rechte, gesetzliche Rechte und Nutzerrechte der Unternehmen und des Staates insgesamt schützen müssen. Aber man muss auch die andere Seite betrachten. Und das ist der Anreiz für die weitere Entwicklung, technologischer Fortschritt, ein Konkurrenzumfeld und ein offenes Umfeld für alle interessierten Seiten, für alle Stakeholder. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank für diesen Input aus Russland. Es scheint so, dass Daten überall große Bedeutung zugesprochen wird. Russland ist auch ein gutes Beispiel für die Zusammenarbeit verschiedener Stakeholder. Die technologische Community ist natürlich ganz besonders wichtig, aber auch die Regierung spielt eine große Rolle. Das sieht man daran, dass hohe Regierungsvertreter bei ihrem regionalen EGF vertreten waren. Ich glaube, damit habe ich jetzt meine Rednerliste abgearbeitet. Sie haben uns hier sehr guten Input gegeben, aber wir haben hier noch weitere Wortmeldungen von den NRI. Zunächst einmal Shabana aus Afghanistan und dann Roman. Guten Tag, vielen Dank, Anja. Es tut mir leid, dass wir zu spät angekommen sind. Ich möchte zunächst gerne über die Geschichte des EGF in Afghanistan sprechen. Wir haben einen nationalen EGF als eine Plattform für einen Multi-Stakeholder-Dialog zu Themen der Internetpolitik in Afghanistan. Unser regionaler EGF wurde 2017 gegründet und wurde von dem
IGF-Sekretariat der UN anerkannt. Uns geht es darum, ein Bewusstsein für die Internet Governance zu wecken und einen Multi-Stakeholder-Ansatz anzuwenden. In 2017 hatten wir unser erstes Treffen und kamen dort in großen Kreise zusammen, um die Internet Governance-Themen zu besprechen. Im Jahr 2018 hatten wir dann einen zweiten Gipfel im Mai. Und das dritte nationale IGF wurde dann im Jahr 2019 abgehalten mit 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmerinnen aus der technischen Community, der Regierung, Unternehmen und der Zivilgesellschaft in Afghanistan. Der Grund, warum das IGF-Treffen im Jahr 2019 in Afghanistan so erfolgreich war, liegt darin, dass wir viele Themen wie zum Beispiel Zugänglichkeit, Bezahlbarkeit, Verbraucherschutz, gleichberechtigte Entwicklung für alle und weitere Themen in einem Multi-Stakeholder-Ansatz betrachtet haben. Es lohnt sich auch zu unterstreichen, dass das IGF Afghanistan das einzige NRI ist, das eine Kinderakademie hat. Das macht uns einzigartig. Wir haben beim dritten IGF-Gipfel 2019 über Cybersicherheit, Vertrauen und Privatsphäre vor allem gesprochen in 5 Sitzungen. Dann hatten wir Menschenrechte und junge Menschen. Dann Internet Governance, Medien, Inhalte, Zugänglichkeit, digitale Inklusion und neue Technologien. Ich habe ja, das möchte ich nur sagen, dass ich Ihren IGF-Treffen gestreamt habe. Und Sie haben ja nur 10% Internetzugang in Ihrem Land, aber es war wirklich so ein ganz spannendes Treffen. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Was genau haben Sie denn besprochen zum Thema neue Technologien? Ich weiß, dass Sie über KI unter anderem gesprochen haben. Ja. Wir haben über künstliche Intelligenz und das Internet der Dinge gesprochen. Und zwar mit verschiedenen Regierungsvertretern, aber auch mit dem Privatsektor. Es ging unter anderem um den Aufbau von Infrastruktur und vor allem um Zugänglichkeit und Bezahlbarkeit. Wie kann man also diese Technologien in unserem Land überhaupt praktisch nutzen? Vielen Dank. Ich glaube, Ihr Bericht wird bald auf Ihrer Website und auf der IGF-Webseite verfügbar sein. Und ich kann Ihnen nur allen vorschlagen, auch dieses Treffen zu streamen. Es war wirklich äußerst spannend. Dankeschön, Sabana, für Ihre Worte. Roman ist auch hier aus Russland. Er repräsentiert die Regierung. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es war wirklich spannend, Ihnen zuzuhören, zu hören, wie Sie Ihre nationalen IGFs entwickeln. Viel harte Arbeit, viel Erfahrung, viel, was man von Ihnen lernen kann, denke ich, auch wir für unsere zukünftigen Foren. Wenn ich mir hier die Weltkarte ansehe, dann kann ich ja noch hinzufügen, dass auch in Vladivostok schon eine IGF stattgefunden hat. Also auch diese Weltregion wurde in diesem Jahr abgedeckt. Wir haben draußen auch einen Stand von unserem Zentrum für die Förderung internationaler Initiativen. Und dort können Sie sich informieren darüber, was hier passiert in einem Multi-Stakeholder-Ansatz. Viele Ideen, die unter der letzten Präsidentschaft in Frankreich vorgestellt wurden, dem Contract und auch dann der Contract for the Web, der Vertrag für das Internet, das, was Joe Kaeser und Minister Altmaier vorgestellt haben. Viele dieser Ideen
sind auch etwas, das wir alle schon besprochen haben. Also schauen Sie sich doch gerne unseren Stand an und unterstützen Sie auch unsere Freunde aus Armenien und auch aus Belarus, der Ukraine, Moldawien. Mir hat sehr gefallen, was Sie gesagt haben über das kulturelle Erbe und wie junge Menschen sich beteiligen können über das Internet. Ich denke, dass es sehr wichtig ist, unser kulturelles Erbe zu schützen, unsere Sprachen und eben dafür auch moderne Technologien zu nutzen. Ich würde daher vorschlagen, dass wir uns im eurasischen Raum gegenseitig einladen können zu besuchen und Meinungen und Erfahrungen austauschen. Natürlich ist auch der Rest der Welt sehr willkommen, uns in Russland bei unserem IGF zu besuchen. Vielen herzlichen Dank. Danke, Roman. Das ist für uns im Sekretariat ein ganz praktisch wichtiger Hinweis. Diese Pins auf der Karte zeigen, wo es IGFs gibt. Ich möchte jetzt zunächst einmal gerne denen das Wort geben, die an den Mikrofonen stehen und warten. Und dann kommen wir zurück zum Tisch. Mary, Sie warten ja schon seit einer Weile. Danke, Anja. Ich bin so froh über diesen Austausch hier. Mein Name ist Mary Uduma, ich komme aus Nigeria und vertrete das nigerianische IGF und das IGF Westafrika. Für uns ist es ganz besonders relevant, was die neuen Technologien beitragen können, um unsere dringendsten Probleme zu lösen, besonders im Bereich der Landwirtschaft und der Natur. Oftmals haben Technologieunternehmen Ideen wie zum Beispiel Drohnen zur Bewässerung unserer Felder und zur Düngung der Felder. Das ist etwas, was neue Technologien für uns tun können. Aber es gibt immer noch Sicherheitsbedenken und Probleme. Es geht dabei um Leben, aber auch um Eigentum. Und dann natürlich Machtfragen, denn auch diese werden aufgeworfen durch neue Technologien. Und was auch wichtig ist, ist, dass wir nicht nur reden und reden und reden, sondern vielleicht praktische Netzwerke der Zusammenarbeit entwickeln und einander unterstützen. Mir gefällt zum Beispiel sehr gut, was Italien macht im Rahmen des IGF oder der Tschad oder Russland. Wie können wir konkret intersektionell zusammenarbeiten? Und wie können wir Technologieunternehmen vielleicht aus anderen Teilen der Welt mit einbeziehen? Vielen Dank. Danke, Mary. So beginnt ja Zusammenarbeit mit einem Dialog. Und ich denke, wir können hier sehr viel erfahren darüber, was die nationalen und regionalen Initiativen tun. Und vielleicht ergeben sich daraus ganz konkrete Projekte. Guten Morgen. Ich bin Lili Edinamuche aus Ghana und ich koordiniere den Jugend-IGF in Ghana. Wir hatten erst in diesem Jahr ein Gipfeltreffen. Ich hatte gerade ein ganz spannendes Treffen mit Wind, wie wir schon gehört haben, und es war ein Treffen mit Jugendvertreterinnen. Hier geht es um die Zukunft der Arbeit, digitale Jobs und Inklusion. Wir sind jetzt ja in der vierten industriellen Revolution vom manuellen zum digitalen. Und in meinem Teil der Welt schauen wir uns erstmal die ganz grundlegenden Dinge an: Konnektivität, Inklusion, die Infrastruktur, die neue Technologien zunächst einmal ermöglicht.
In Ghana haben wir beim Jugend-EGF also darüber gesprochen, wie es möglich ist, die neuen Technologien zu unserem besten Nutzen einzusetzen. Denn oft haben Menschen Angst, dass sie ihre Arbeitsplätze verlieren durch neue Technologien, aber das stimmt nicht. Sie können stattdessen neue Chancen eröffnen für junge Menschen und darüber haben wir gesprochen. Dann hatten wir die Möglichkeit, noch ein weiteres Meeting abzuhalten bei der Afrikanischen Daten- und Internetkonferenz. Und wir haben da mehr über neue Technologien gesprochen und über die digitale Zukunft Afrikas. Also die Frage ist für uns hauptsächlich, wie gehen wir mit den Beschränkungen um, die wir haben aufgrund unserer geografischen Lage? Und wie können wir aber dennoch die Vorteile ausnutzen, die neue Technologien wie das IoT und KI uns bieten? Außerdem sind für uns Nachhaltigkeit und Kontinuität wichtig. Unseren Worten müssen Taten folgen, aber in welcher Art und Weise? Woher kommt das Geld? Und wie können wir weiterhin all das umsetzen, was ich schon angesprochen habe? Wir haben im April unser Meeting gehabt und haben immer noch im Hinterkopf, was wir da gesprochen haben. Und hier arbeiten wir jetzt daran weiter. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Vielen Dank. Danke für diese ghanaische Perspektive. Sandra ist hier und repräsentiert das europäische EGF. Danke, Anja. Ich hoffe, es ist nicht zu spät, Sie alle hier in meinem Land willkommen zu heißen, denn ich bin zufällig Deutsche. Sie haben hier vieles mit uns geteilt, wovon wir in Deutschland sehr viel lernen können. Danke, dass Sie Ihre Ergebnisse mit uns teilen. Ich werde nicht darüber sprechen, was wir im letzten Jahr bei Eurodig besprochen haben. Sie können sich draußen eine Broschüre mitnehmen, wenn Sie möchten. Aber ich möchte stattdessen diese Gelegenheit nutzen, einen Blick in die Zukunft zu werfen. Was steht als nächstes an für uns? Das sind zwei Dinge. Wenn wir über neue Technologien sprechen und darüber, wie wir sie in unserem Leben nutzen, dann gibt es vor allem eine Stakeholdergruppe, die ganz besonders wichtig ist, nämlich die parlamentarischen Vertreter in ihren Ländern. Wir haben hier bei diesem EGF sehr viele Parlamentarierinnen und Parlamentarier vertreten, insbesondere aus dem globalen Süden, aber auch aus dem Rest der Welt. Und ich kann Sie nur dazu auffordern, Sie zu treffen. Morgen früh werden Sie in einem eigenen Meeting zusammenkommen und Sie werden darüber sprechen, was Sie mit nach Hause nehmen in Ihre eigenen Parlamente. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, Sie anzusprechen und Sie zu involvieren in Ihre eigenen nationalen EGFs. Und im Lichte des neuen hochrangigen Berichtes zur digitalen Zusammenarbeit möchte ich ansprechen, dass wir auch als Eurodict einen Beratungsprozess abgehalten haben. Den werden wir heute um die Mittagszeit noch einmal besprechen. Die regionalen EGFs überlegen dann ja spezifisch, was dieser Bericht bedeutet für unsere Zukunft. Der lateinamerikanische EGF hat die Initiativen in der Region betrachtet und wir haben beschlossen, dass wir jetzt informell zusammenkommen werden und auch noch einmal die Ergebnisse des UN-Panel-Berichts mit einzubeziehen, zu schauen, was diese Ergebnisse bedeuten für den nationalen und regionalen EGF. Und ich kann auch Sie nur ermutigen, diesen hochrangigen Bericht zu lesen und zu schauen, was er für Sie bedeutet. Und Sie können auch gerne zur Mittagszeit zu uns in den Raum einkommen und mit uns diskutieren. Dankeschön. Oh ja, da werden wir definitiv kommen. Und vielen Dank auch, dass Sie die parlamentarischen Vertreter angesprochen haben. Es war teilweise schwierig, das
in dieser Form zu organisieren, aber ich denke, es ist sehr erfolgreich. Und sprechen Sie doch Sandra an oder mich. Und dann können wir Ihnen Kontakte vermitteln, denn es ist wirklich eine einzigartige Chance, Ihre eigenen Parlamentarier einzubeziehen in Ihre Prozesse. Ich denke, dann machen wir auf dieser Seite weiter. Wir haben offiziell noch 5 Minuten. Ich denke, 5 Minuten können wir dann noch überziehen, aber in 10 Minuten müssen wir zum Ende kommen. Vielen Dank, Alexander Samjan aus Russland. Ich vertrete die Zivilgesellschaft. Ich möchte gerne sagen, dass Russland nur eine kleine nationale oder keine richtige nationalen IGF hat. Wir haben einen IGF, aber er wird von der Regierung kontrolliert. Es gibt keine Inklusion, keine echten Diskussionen. Dieses Jahr war das 10. Jahr, aber es gab noch nicht einmal eine Open-Mic-Sektion, wo alle sprechen konnten. Es ist eine absolut von der Regierung kontrollierte Veranstaltung. Und ich bitte Sie, hier zu intervenieren. Ich danke auch Mr. Levin und Herrn Tschuko dafür, dass Sie, dass Sie hier sind und gesprochen haben. Sie repräsentieren ja unsere Regierung. Ich möchte aber noch einige Technologien nennen, die Sie vergessen haben anzusprechen. Massive Zensur durch mit staatlicher Unterstützung, Massenüberwachung mit Gesichtserkennung, Repression. Die auch sich gegen Internetaktivisten wendet. Und ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr unser IGF wirklich Multi-Stakeholder sein kann und dass wir dort alle neuen Technologien ansprechen können, wie das bei anderen NRI auch möglich ist. Ich danke denjenigen, die dieses Jahr in Vladivostok waren. Da hat man wirklich einen Multi-Stakeholder-Ansatz gesehen. Ich möchte den IGFs aus Armenien, Georgien und der Ukraine danken, denn dort kann die Zivilgesellschaft vertreten sein, um gemeinsame Probleme zu besprechen. Dankeschön. Vielen Dank. Ich glaube, ich werde keine direkte Antwort zulassen, denn wir sprechen über neue Technologien, nicht darüber, wie die NRI organisiert sind. Wir haben den höchsten Respekt für die Arbeit 120 NRI, die jetzt dieses Treffen vorbereitet haben seit 11 Jahren. Und bitte respektieren wir das. Wir konzentrieren uns jetzt hier auf neue Technologien. Alexander, Sie haben hier beunruhigende Themen angesprochen. Aber das sind Meinungsäußerungen. Wir kontrollieren die NRI nicht und wir unterstützen nur. Und in Russland gab es manchmal Schwierigkeiten mit dem Multi-Stakeholder-Ansatz, aber Sie können wissen, dass wir immer offen sind für jede Art von Diskussionen, die die NRI betreffen. Roman, bitte fassen Sie sich kurz. 20 Sekunden, ja, nicht länger. Ja, vielen Dank, Alexandra. Wir kennen einander, wir sprechen miteinander. Ich glaube, Sie waren bei unserem Forum vertreten. Ich gehörte nicht zu den Organisatoren, aber ich habe eine der Sektionen vorgesessen und es gab viele verschiedene Fragen von Multi-Stakeholder-Gruppen. Ich glaube also, dass diese Art der Kritik unangebracht ist. Und wie gesagt, ich lade auch alle gerne ein, zu kommen und sich selbst ein Bild zu verschaffen. Ich repräsentiere nicht die Regierung, ich gehöre der Zivilgesellschaft an. Und ich glaube, dass Faktenchecks äußerst hilfreich sind. Also das war guter Input und kommen Sie und machen Sie sich ein Bild vor Ort. Ich teile Ihre Sorgen zur Zukunft des Internet, denn unterschiedliche Länder sehen Internet-Governance unterschiedlich und aber ich sehe in Russland keinerlei Zensur
Ich glaube, dass wir all unsere Einstellungen oft frei äußern können. Ihre Internet-Webseite funktioniert ja. Sie nutzen Instagram, Telegram, das funktioniert alles. Und daher denke ich, dass solche Bemerkungen unangemessen sind. Lassen Sie uns zusammenarbeiten und wirklich als Multi-Stakeholder arbeiten. Dankeschön. Danke, Roman. Ja, lassen Sie uns zusammenarbeiten. Ja, ich muss Sie noch einmal ermahnen, wirklich über das Thema dieser Sitzung zu sprechen. Wir haben seit fast einem Jahr daran gearbeitet und bitte respektieren Sie diese Arbeit und beschränken Sie sich auf Einlassungen zu neuen Technologien. Dankeschön. Vielen Dank, Anja. Ich bin Jennifer Chang, gehöre zum regionalen IGF Asien-Pazifik. Und ich möchte den Kolleginnen und Kollegen danken, die schon uns erwähnt haben, mehrmals, zum Beispiel Vanuatu. Ich war im letzten Jahr beim IGF in Vanuatu in Russland, waren wir auch in diesem Jahr vertreten beim 10. IGF und dann beim 25. zum 25. Jahrestag von Punkt.ru. Und es waren wirklich hervorragende Gastgeber. Im nächsten Jahr werden wir Nepal besuchen, einem Land ohne Seezugang. Das heißt, es gibt in Asien-Pazifik sehr viel Vielfalt und daher auch vielfältige Herausforderungen. Wenn wir über neue Technologien sprechen, dann haben wir hier wirklich das gesamte Spektrum. Ich möchte jetzt über das sprechen, was in Vladivostok diskutiert wurde. Ethik hinter Rechnern. Es war eine sehr spannende und bewegte Diskussion. Es ging um Ethik und wie man Ethik in der Bildung, in den Unterricht einbringen kann. Es ging um Verantwortlichkeit der künstlichen Intelligenz und darum, dass Ethik niemals statisch ist. Soziale Normen wandeln sich und werden auch immer wieder hinterfragt. Wir haben außerdem über den Multi-Stakeholder-Approach angesprochen, wenn es um Krypto geht. Das ist etwas, was wir nicht häufig im IGF-Rahmen besprechen. Es ist ein eher neues Thema, aber Kryptowährungen sind offen, sie sind peer-to-peer. Es gibt geringe Zugangshürden. Und es ist ganz spannend zu sehen, wie Krypto dann in der Zukunft reguliert werden kann. Es ging um die APEC-Region. Wir haben über Phishing gesprochen und ähnliche Angriffe. Und wir haben auch eine Regierungsperspektive aus Japan gehört, denn dort gab es ein G20-Input vor kurzem. Es wurde über ein Governance-Modell für Blockchain-basierte Finanzsysteme gesprochen. Und es wurden drei Ziele genannt. Das Erhalten von finanzieller Stabilität, der Schutz von Investoren und Verbrauchern und Kampf gegen finanzielle Verbrechen. Außerdem haben wir über Sicherheit im Internet der Dinge gesprochen. Ich glaube, das ist für alle von Ihnen ein Thema und viele NRI sind daran interessiert. Wir haben da eine Endnutzerperspektive eingenommen und haben Updates aus Taiwan erhalten. Es gibt dort ein IoT-Projekt, das Sicherheitsanforderungen im IoT-Ökosystem festlegt und Lösungen für Sicherheitsprobleme. Es gab außerdem eine belebte Diskussion um die Resolution 68, 176. Es geht darum, dass wieder gesetzliche Überwachung und das Sammeln von persönlichen Daten äußerst intrusiv ist und in die Privatsphäre angreift und die freie Meinungsäußerung und daher der demokratischen Gesellschaft schaden kann. Auch darum haben wir eine gute Diskussion geführt. Außerdem ging es um das Konzept der KI, einer KI-basierten Gesellschaft. Wie klassifiziert man KI? Wie kann man
die impliziten Vorurteile in der KI überwinden und wie kann man zu einer menschenzentrierten KI kommen und wie kann eine KI vertrauenswürdig gestaltet werden und wie wird das in nationaler Politik umgesetzt? Dann haben wir auch noch über Herausforderungen der KI gesprochen im weltweiten Raum und aber auch darüber, wie KI global für die Gesundheitsversorgung beitragen kann. Ich möchte Sie nun alle einladen, zu unserem regionalen EGF zu kommen im nächsten Jahr. Wir werden im nächsten Jahr in Kathmandu in Nepal zusammenkommen und Sie sind dort herzlich willkommen. Dankeschön. Danke, Jennifer. Hoffentlich sehen wir uns dort und wenn nicht, dann sehen wir uns sicherlich online. Wir haben jetzt schon etwas überzogen. Es wäre toll, wenn Sie alle sprechen könnten. Und wir geben Ihnen jetzt noch ein paar Sekunden. Wir haben auch noch einen Online-Input. Ja, nur eine Bemerkung von Alexander Tschetschajew aus Nordmazedonien. Wir hatten hier spannende Diskussionen über neue Technologien und ihre Annahme. Und dort ist es so, dass der zuständige Minister ein massives Digitalisierungsprojekt aufgelegt hat. Es geht um die Verbesserung des Lebens der Bürgerinnen und Bürger und der Kommunikation. Alle staatlichen Dienstleistungen sollen digitalisiert werden. Das Motto ist Go Digital. Und auch die Regierung hat aktiv zum letzten EGF in Nordmazedonien beigetragen. Wir haben darüber gesprochen, dass diese Diskussion auf verschiedenen Sprachen geführt werden könnten. Durch neue Technologie können ja alle sofort folgen. Und das wäre eine ganz tolle Nutzung der Technologie. Vielen Dank, Alexander, dass Sie in Skopje zugeschaltet sind. Wir kommen jetzt zu noch mal zwei Kollegen, denke ich. Bitte fassen Sie sich sehr kurz, denn wir müssen jetzt in Saal auch frei machen in den nächsten 2 Minuten maximal, würde ich sagen. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich werde mich kurz fassen. Ich muss zunächst einmal etwas zugeben. Ich repräsentiere keinen NRI. Ich bin Sharif aus den Malediven. Wenn Sie hinter sich schauen auf die Weltkarte, dann finden Sie uns nicht, denn wir sind dort nicht vertreten. Die Landmasse unseres Landes ist nur 1% der Erdoberfläche. Wir sind also ein kleines Entwicklungsland und wir sind ein Inselstaat. Es ist äußerst inspirierend für uns, hier zu sein, beim EGF zum ersten Mal. Es ist so toll zu sehen, was national und regional passiert. Und wir würden im nächsten Jahr 2020 auch gerne unser erstes nationales EGF veranstalten. Wir möchten mit regionalen, nationalen Partnern, aber auch globalen Partnern zusammenarbeiten. Denn neue Technologien sind der Schlüssel für unser Überleben. Wir möchten gerne, dass neue Technologien diskutiert werden. Und zwar sektorenübergreifend, Nahrungsmittelsicherheit, Transport, Energiesicherheit und das Überleben des Klimawandels. Vielen herzlichen Dank für die Einladung, danke für die inspirierenden Worte und wir freuen uns darauf, Teil dieser Familie zu sein. Dankeschön. Danke. Lassen Sie uns heute oder morgen noch einmal sprechen. Die Malediven sind insgesamt hier unterrepräsentiert beim EGF. Und es wäre toll, wenn wir das auch angehen könnten. Und ein nationaler EGF, das sind natürlich tolle Neuigkeiten. Danke für Ihr Input. Bitte. Vielen Dank für diese Gelegenheit. Ich möchte fragen, ob es möglich ist, um hier die ethischen Standards der Entwicklungsstrategien zu verbessern, die Transparenz der Strategien zu erhöhen und auch die Möglichkeiten der Teilhabe, um